Herzlich willkommen zu einer Let's Play Stay of Decay. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ausdauer verloren. Jetzt will ich mal wissen, was ist, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke? Bekomme ich dann wieder zusätzlich Ausdauer? Das haben wir ja jetzt niemals vorher ausprobieren können. So. Nein, das war falsch. Ablegen, verwenden. Oh ja. Oh ja, das finde ich gut. Okay, Leute, was haben wir noch? Wir haben eigentlich das Seuchennest, was wir uns unbedingt drum kümmern müssen. Wir bräuchten eigentlich eine größere Basis, ja. Okay. Aber wie kriegt man noch eine größere Basis, wenn ich ganz ehrlich bin? Yeah. Aber jetzt muss ich zusehen, dass ich diese Scheiße hier auf... fertig mache, aber da muss ich mir jemanden auch mitnehmen. Und hier schwirrt aber zurzeit so dieser große Idiot rum. Wie mache ich denn das alles? Oh Mann. Leute, das ist nicht so einfach, wirklich nicht. Hey, you're not dead. If you got a second to help, follow me. Alright, lead the way. Ich habe absolut keinen Bock hier abzukrepeln, nur wegen so einer Scheiße. Wie lange braucht er jetzt noch, um die... Okay, wir haben jetzt eh eine Zombie-Horde. Also, alles gut. Dann bleiben wir erstmal gerade hier. People, we're under attack here. Don't get cocky, all right? It's not over yet. Okay, jetzt kommen sie. Easy. Hier ist noch nichts. Great. Another song. We gotta play now here. This just gets easier. You want me to say it? Fine. This situation maybe isn't completely helpless. Okay. Ja, habt ihr gut gemacht, Leute. Ich bin stolz auf euch. So. Dann müssen wir uns jetzt mal um unsere Kommandozentrale nochmal kümmern. Machen wir ein bisschen Sprit rein. So. Warten wir jetzt gerade, das dauert ja nur 10 Sekunden und danach könnten wir normalerweise hier die Übertragung Einflusspunkte erhöht und dann eine andere Aktion das momentan und dann verbessert die Computerfähigkeit schneller mit dem Computer, bla bla bla. Und jetzt können wir das noch nicht machen, das dauert jetzt 20 Minuten. Aber wir haben halt, dadurch verbessern wir uns einfach. Ganz einfach. Oh, wir könnten Werkstatt Nummer 3 machen. Das bedeutet, was bekommen wir dann? Computerfähigkeiten erlaubt es, um die ferngezündeten Minen herzustellen, während wir mit Hilfe der Munitionsfähigkeiten Thermitbomben herstellen können. Ach du heilige Kanone, Alter. Kostet uns. Ja. Okay, warum nicht? Gut, haben wir dann auch. Wir hauen uns hier mal ein bisschen was rein. So, dann würde ich sagen,
Wir kümmern uns dann mal wieder darum, dass wir weiterkommen. Ja, wir haben nämlich ein Lebensmittelproblem. Aber wir haben ja jetzt... Warte mal, wir haben jetzt... Basis. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt einen dazu bekommen, wenn wir dann später noch ein Ding jetzt, dann hätten wir nämlich schon 3 Lebensmittel. Aber das, ja, dieses jetzt wirklich zu sagen, okay, wir kriegen dann wirklich, das werden wir dann sehen, wenn es wirklich soweit ist. Das ist zu Gange. Aber es ist schon geil, wenn man hier einfach... Was ich einfach nicht nachvollziehen kann... Habt ihr das gerade gehört? Wo ist denn diese wandernde Horde? I was bored, so I went out and found a few things. You're welcome. Anybody listening out there? I can use a hand. Crush them while they're down. Was ist das jetzt mit der Wand? Den Aussichtspunkt waren wir doch schon. Hey, look, a screamer. Können uns einfach die Screamer nicht erlauben, dass sie uns hier fertig machen. I've got a bad feeling about this. Suchen. Lebensmittel. Fürchten wir eigentlich. Hey, ja. Things could be way worse. That's gotta count for something. Das ist schon mal ziemlich nice. Somebody else got here first. Ich würde es ja schon ziemlich reizen, mal eine riesengroße Base zu finden, aber ja. Bin mal gespannt, wann wir die denn finden werden mal. Ja, man kann das nämlich sehen, da in dem Raum waren wir. We're setting up shop. You wanna help out? Aim for the Zeds, asshole! Easy. This place seems chill. So, die suchen wir hier auch noch. Bei Betten ist ja zu wenig. No more to see. Okay. Okay. Ich hab's jetzt erst gesehen. Ich hab gut gemacht, meine Kleine. Ja, bin ganz stolz auf mich. Okay, das können wir nicht nehmen. Oh, da stand jetzt... Oh, ich hab grad was gesehen. Oh, warte. Packsack nehmen. Da. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr. Wir können nämlich auch Sachen übergeben. Mega gut. The network pretty much defines useless and ineffective. Yeah.
Okay, Heimat. Da ist nämlich auch eine Quest. Was haben wir denn da? Ja, ich komme. Das machen wir natürlich auch. Also er kann wirklich schon extrem lange laufen, ne? Supplies for the squad. Huh? Orale. Yeah? Adios, vato. So, wo ist denn unser Charakter? Zu denn? Angemacht. Ja, wen sollten wir denn übernehmen? Mein Gott, ich habe Alzheimer manchmal wirklich. Nee. Okay. Okay, kontrollieren wir erstmal, was sie so hat. Ja, die hat nämlich gar nichts auf Deutsch gesagt bei sich. Davon brauchen wir mal bitte was. Und dann brauchen wir erstmal ein bisschen Erste-Hilfe-Sache noch für dich. Dankeschön. So, die kann weg, das kann weg. Wer braucht denn so ein Bullshit? Du bekommst... Boah, was nehmen wir denn hier? Machete. Dann mal R drücken. Können wir nicht reparieren, okay. Dann gibt es eine Machete. Dann brauchen wir eine neue Waffe. Ja, ja, ja. Unterstützmündung. Bum, 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 bum. Eine Pistole hier mit Mod haben wir nicht. Wir könnten eigentlich 22er Patronen. Die Waffe könnten wir eigentlich gut benutzen. Das wäre so eine zum Beispiel. Aber da geht keine Dingens drauf. Kein Schalldämpfer, das wissen wir ja. 9 mm, die könnten wir auch nehmen. Dann werden wir die mal reparieren. Und dann hält man, startet man die aus. Dann halten wir hier drauf. Dann nehmen wir uns die Munition. Können wir die nachladen. Sehr schön. Und dann müssen wir mal gerade gucken hier. Ja, wir können jetzt gerade nichts herstellen. Schade. Okay, wir haben Lebensmittel. Wir haben dies. Wir haben das. Über mit Kurumi sollen wir sprechen. Okay. Ne Coco. Oh nein. Nein. Okay, wo seid ihr ganzen Verbrecher? Hä? Die mich hier bestehen wollen. Keep your head on. Reise zum Ort, wo der Dieb zuletzt gesehen worden ist. Okay, das wäre da. Ja, aber wir nehmen doch jemanden mit, oder nicht?
Begleiter anwerben. Come here, I need you on this. You're the boss. Du bist der Boss. Ja. Fahren wir mit Auto oder gehen wir zu Fuß? Mit Auto fahren ist nicht immer zum Vorteil, ne? Das ist halt, weil du dann kein Cardio und nichts machst und dadurch skillen die dann nicht mehr. Naja, werden wir mal sehen, ob wir sie finden. Ich sage erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Stay of Decay. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.